Hallo, liebe Deutschlernende. Ein paar von euch oder viele von euch haben sich vielleicht gewundert, warum ich eine kurze Pause gemacht habe. Kurz in diesem Sinne heißt 3 Wochen. Ich habe fast 3 Wochen Pause gemacht und ich denke, manchmal ist das nötig, eine Pause von etwas zu nehmen, um dann wieder Feuer und Flamme zu sein für diese Sache. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen erklären, warum ich eine Pause gemacht habe. Und ja, ich hatte einfach keine Energie mehr für diese Videos. Das ist eine Sache, ja. Eine andere Sache ist, dass ich jetzt andere Projekte verfolgen möchte innerhalb Authentic German Learning. Okay, ich möchte euch andere Arten von Lernmaterialien auch zur Verfügung stellen und ich möchte mehr Qualität schaffen. Ja, diese Videos sind super für viele, aber andere Leute möchten lieber auch Videos haben mit Untertiteln oder vielleicht auch Puzzle oder Quizze. Ja? Und von diesen werde ich auch ganz viele erstellen. Und ich arbeite gerade sehr an der Webseite. Ich möchte beide Webseiten verbessern, die Hauptwebseite und die Academy-Webseite. Die Academy-Webseite ist schon multilingual, also der neue Kurs über Satzordnung, ja, der Link ist in der Beschreibung, der neue Kurs über Satzordnung, über Satzstruktur ist multilingual. Ja. Man kann dort entweder sich nur den deutschen Text durchlesen oder den deutschen Text gemischt mit Englisch und sobald ich Leute gefunden habe, die es für mich übersetzen, werden die Texte auch in andere Sprachen übersetzt, sodass du nicht unbedingt immer Englisch siehst, sondern vielleicht auch Französisch, vielleicht Arabisch, vielleicht Italienisch. Ja? Und dann kannst du vielleicht besser verstehen, was das Deutsche heißt. Ja, aber das sollte so oder so nur eine temporäre Krücke sein. Ja, am besten ist natürlich, wenn du nur den deutschen Text liest, aber das ist natürlich manchmal nicht möglich, wenn du bestimmte Vokabeln nicht kennst. Okay? Genau, also ein Punkt ist, ich möchte jetzt mehr Qualität machen statt Quantität. Ich meine, diese Videos sind nicht schlecht per se. Aber ich kann eine höhere Qualität schaffen. Ja? Dies ist ein Vlog. Ja? Dies ist ein Vlog. Und ein Vlog ist natürlich nicht perfekt. Und wenn ich zum Beispiel in Stottern komme oder nicht weiß, was ich sage, dann bleibt das drinnen. Ja? So funktioniert nun mal ein Vlog. Aber was ich ganz gerne machen möchte, ist, mehr Podcasts, also ich weiß auch nicht, wo ich die Zeit jetzt nehmen soll für den Podcast, aber die Webseite, den Podcast, all dies möchte ich machen. Also ich habe sehr, sehr viele Projekte, ja. YouTube, Podcast, Webseite, Zukunft möchte ich noch mehr Artikel schreiben. Ja. Ich habe lange keinen Artikel mehr geschrieben, obwohl mir das Schreiben sehr Spaß macht, okay. Und es wird einfach viel zu viel und das ist der Grund, warum ich mir gesagt habe, nee, ich mache jetzt erstmal keine Videos, das wird mir alles zu viel. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher mit dem Podcast, aber ich arbeite auch mehr und mehr an meinem Zeitmanagement. Ich arbeite sehr daran, meine Zeit besser zu managen und ich werde auch einen Kurs erstellen über Zeitmanagement. Den habe ich schon seit langer Zeit geplant und auch schon ein bisschen angefangen. Aber ich muss erstmal mein eigenes Zeitmanagement schaffen. Und ich bin gerade auf dem besten Wege, alles sehr gut
zu ordnen, was meine Zeit betrifft. Und dann fühle ich mich auch, dann fühle ich mich auch dazu berufen, einen Kurs zu machen über Zeitmanagement. Ja, ich muss erstmal es selber lernen und dann kann ich es dir beibringen. Ja, ich habe so schon sehr viele Tipps gelesen und sehr viele Dinge ausprobiert. Also ich habe jetzt schon eine lange Liste an Themen, über die ich sprechen möchte im Zeitmanagement-Kurs. Wenn ich meine eigene Zeitmanagement schaffe, dann kann ich sogar noch mehr Tipps geben, wie man das alles in die Praxis umsetzt. Ja? Also viele Deutschlerner sagen mir, oh, ich habe gerade sehr wenig Zeit, Deutsch zu lernen. Ja? Und wie wäre es, wenn ich dann einfach einen Kurs mache über Zeitmanagement? Zwei Fliegen mit einer Klappe, du lernst Deutsch und du weißt, wie du deine Zeit besser investierst oder wie du besser Zeit sparst. Ja? Das sind so, genau. Und ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, mir gehen die Ideen aus. Ja? Wenn du Fragen hast, wenn du Ideen hast für Videos, dann schreibe sie ruhig in den Kommentaren. Aber da mir die Ideen ein bisschen ausgehen, beziehungsweise ich habe eigentlich schon viele Ideen, aber manche Ideen brauchen sehr viel Recherche. Ich muss erstmal ein bisschen recherchieren und so weiter. Und dann habe ich nicht die Zeit dazu, noch viel zu recherchieren. Und ich merke jetzt, dass mir die Energie auch langsam ausgeht. Also ich bin echt nicht mehr in der Übung. Ja? genau. Und eine andere Sache ist auch, viele Leute wissen nicht, dass ich auch ganz viel anderen Content produziere. Ja? Manche Leute, die folgen mir auf YouTube, aber die wissen nicht, dass ich zum Beispiel einen Podcast habe oder dass ich Artikel habe auf meinem Blog und so weiter und so weiter. Und ein Grund, warum ich auch die Webseite erneuere, ist einfach, dass du mehr strukturiert lernen kannst, ja, dass du strukturierter lernen kannst, dass du nicht einfach nur ein Video nach dem anderen schaust, sondern dass du direkt eine Webseite hast, eine Ressource, wo du dir direkt jede Frage beantworten kannst. Ja? Ganz einfach, ja, sehr übersichtlich. Ja? Also meine neue Webseite wird sehr übersichtlich werden, dann wirst du direkt im Menü sehen können, ah, okay, ich möchte jetzt das und das wissen und dann klickst du direkt im Menü oder du schaust dir die Kategorien an. Ja, ich werde mehrere Beiträge veröffentlichen auf dem Blog. Ja, zum Beispiel wird jedes YouTube-Video einen Beitrag bekommen und so kannst du noch besser all mein Material durchsuchen. Ja, ich habe nämlich sehr, sehr viel Material produziert. Ich habe sehr viel produziert, aber das meiste geht einfach unter, weil für dich vielleicht noch nicht die Chance ist, eine Übersicht zu bekommen über all das Material, was ich produziere, beziehungsweise dass du das bekommst, was du gerade am meisten brauchst. Und das ist meine Vision, das ist mein Ziel, dass du eine Anlaufstelle hast, wo du ganz schnell das bekommst, was du gerade im Moment brauchst. Okay? Also das ist also lange Rede, kurzer Sinn. Also ich erwarte nicht, dass sich das jeder anschaut, dieses Video. Aber wenn du dir dieses Video angeschaut hast, dann gehörst du zu einem meiner besten Fans. Okay? Zu einem meiner treuesten Fans. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Also ich bin sehr dankbar für den Kern der Leute, die wirklich fast jedes oder sogar jedes Video von mir schauen und das ertragen, wenn ich auch mal nicht weiß, was ich sagen möchte, weil ich gerade nicht so viel Energie habe. Aber ich möchte dieses Video trotzdem machen, weil ich jetzt wieder anfangen möchte, in den Rhythmus zu kommen, ein Video pro Tag zu machen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!